Wie kann es denn sein, dass mein Cordon Bleu so rausgeht? Ihr solltet es ja sehen. Ich war natürlich entrüstet. Das klang aber jetzt so, als hättest du deine Köchin jetzt ins Messer laufen lassen. Hast du auch. Also ich bin nicht gut und ich bin nicht schlecht. So Mittelmaß. Also Rumpsteak, da habe ich so meine Probleme, aber so mit dem Englisch-Medium, so halt. Also mir schmecken die Spätzle als mal nicht, zum Beispiel. Die sind nicht so besonders. Ein Drittel waren Umsatz. Ja. Und das geht absolut nicht. Falsches Verhältnis. Ja. Ja. Wenn es jetzt so weitergeht wie jetzt, März, April, wäre dann zu Ende. Oder ich verliere halt so die Motivation. Weil jetzt immer zu sehen, dass man halt nur ein paar Gäste hat und dass die Ausgaben so tendenziell ganz nach oben steigen und die Einnahmen tendenziell nach unten, dann macht man sich halt schon Gedanken, schläft nicht mehr richtig und das ist schon belastend. Ja, haben wir auch Angst um unseren Job. Was habt ihr euch denn vorgenommen? Was wir uns vorgenommen haben? Na, was? Na, dass ich mir so ein bisschen was abschauen werde, was die da so machen. Heute ist eigentlich die Entscheidung, ob wir weitermachen können oder werden oder ob wir schauen müssen, dass wir die Verluste halt minimieren und dann aussteigen. Grüß Gott! Hallo! Grüß Gott zusammen! Guten Hallo! Tag. Moin! Wir fragen uns ja die ganze Zeit, was dich dazu bewegt hat, diesen Laden zu übernehmen. Ja, freut man mal auch. Heimatverbundenheit? Ja. Oder? Es lief hier immer gut, das war halt der Anreiz eigentlich. Mhm. Seitdem du vorher immer gut. Du da bist, läuft es nicht. Also. Die Resonanz von den Gästen, die haben halt gesagt, ja, wir kommen nicht mehr, weil wir haben jetzt zweimal gegessen und zweimal war der Rostbraten statt Medium durch oder was auch immer. Bis heute hat er eigentlich noch nicht einen Cent verdient, wenn man ganz ehrlich ist. Naja. Ich hätte gerne Club-Sandwich. Club-Sandwich, ja. Und als Hauptgang, wie gesagt, wenn es möglich ist, dieses Braumeisterschnitzel. Sehr gern. Normal kommt der Weißweinsoße dazu, aber ich mache sie noch schnell. Herr Tani, ich brauche jetzt ganz schnell einen Topf. Wenn mir ein Fehler unterläuft, dann denke ich mir, mir geht dann gleich alles schief. Warum habe ich jetzt die Arschkarte gezogen? Ich wollte was essen. War super, also wir nennen ihn super. Ja, vielen Dank. Oh, die Riesen. Und das Käseschnitzel, was wir bestellt haben? Ist noch in der Pfanne, kommt auch super. Alles klar. Du, und ich hatte ja richtig Hunger. Vielleicht kannst du sie fragen, dass sie mir das nochmal macht, weil es ist verbrannt. Ja, sage ich ihr. Gern. Das war, glaube ich, jetzt das erste Mal bei den Kochprofis, dass ich wirklich was zurückgegeben habe, weil normalerweise kann man da immer noch irgendwas essen auf dem Teller. Susanne, ja? Könntest du bitte das Baumeisterschnitzel nochmal machen? Das war verbrannt. Und die Spätzle waren ohne Salz. Ohne Salz. Also nochmal ein Baumeisterschnitzel mit Spätzle, bitte. Der Moment, wo das Essen zurückkam, habe ich gedacht, so, jetzt kommt gleich der Marco rein und schreit mich an. Ich bring die Questo. Das riecht nicht mehr. Die Soße. Geil, wie hat sie das gemacht? Einfach ein bisschen Wein heiß gemacht, ein bisschen Butter rein. Und Mehl. Und Mehl, das schmeckt man auch. Und kein Salz. Ganz, ganz wenig. Kein Gramm Salz drin. Kein Gramm. Allgemein fehlt hier einfach Salz. Bei jedem einzelnen Gericht hat jetzt Salz gefehlt. Die Soße, die dazu serviert worden ist, da möchte ich eigentlich gar nicht näher drauf eingehen. Die war
unter der Gürtellinie. Die haben weder die Hardware noch die Software. Man kann dir immer sagen, das ist es so wenig los, dass die Köchin aus der Übung ist und vergessen hat, wie es schmecken muss. Es hat einfach einen Grund gefehlt für einen Gast, dass man einfach nochmal herkommt. Du, aber sag mal, wie kann es denn sein, dass mein schwarzes Cordon Bleu so rausgeht? Ja gut, normalerweise hätte ich es natürlich nicht serviert. Aber ihr solltet es ja sehen. Ja, Moment. Wir sind jetzt wie? Wenn du deiner Köchin... Unsere Defizite... Ja, das klang aber jetzt so, als hättest du deine Köchin jetzt ins Messer laufen lassen. Hast du auch. Wie, wir sollen das sehen? Ja, klar. Verstehst du nicht hinter deinem Personal oder was? Doch, schon. Natürlich. Aber scheinbar nicht, weil gerade hast du ja gesagt, wir sollen das sehen. Das hast du ja sie richtig vorgeführt. Also, dass ich den Kopf wegen dem schwarzen Braumeister-Schnitzel gewaschen bekommen habe, ist verständlich und peinlich auch. Ja, leider haben sich alle Befürchtungen bestätigt. Also keine Kommunikation, da ist gar nichts. Ja, weil das Schöne wäre es halt, wenn du mit den Leuten ehrlich sprichst und offen und sagst, du kannst es so nicht rausschicken, mach mir ein neues. Also, dass du uns holst, um sie vorzuführen. Ich hoffe halt, dass das dein Plan ist. Nee, das ist natürlich nicht mein Plan. Nee, auf keinen Fall. Was willst du? Hast du nicht den Mut, deiner Köchin Ade zu sagen und brauchst uns dafür, dass wir uns hier schwarze Steaks an den Tisch stellen lassen? Also, dafür sind wir nicht da. Wir haben halt gemerkt, aha, hier ist zurzeit wenig los und dadurch verliert man die Konstanz. Ja? Da stehen Sachen auf der Karte, die wir nicht bekommen haben. Zum Beispiel der Schinken im Club Sandwich von Mario. Da stand Parmaschinken drauf. Es war einfach nur Speck und den hast du nicht gebraten. Sie hat halt nicht immer jeden Tag die gleiche Qualität an Essen. Also ich habe noch ein anderes Problem und zwar geht es um die Soßen. Da haben sich die Leute auch beschwert. Also der gewisse Pfiff, der fehlt mir noch zum Abschmecken, den habe ich auch noch nicht. Naja, die haben verbrannt geschmeckt. Der Susanne fehlt einfach der Kick und die Passion und die Leidenschaft und die Raffinesse einfach. Liebe Susanne, das Licht hier drin ist ja nicht so schlecht, oder? Nein. Man hätte ja sehen können, dass das Schnitzel kohlschwarz war. Hast du es gesehen? Das war kohlschwarz? Doch. Das war etwas dunkel, ja. Nein, das war komplett schwarz. Das könnt ihr euren Gästen nicht zumuten. Das ist wie so eine Buckelpiste. Also du kannst halt ein, zwei Buckeln ausweichen, aber den dritten, vierten musst du einfach nehmen. Und dann hast du halt den Fehler immer da. Und das ist halt sehr schade. Drum dümpelt das alles so vor sich hin. Ich stelle mich morgen auf einen Abendservice ein, der relativ katastrophal verlaufen wird, der unorganisiert sein wird und den man vielleicht einfach nur noch mal als Übungslauf oder als Probelauf bewerten kann. Haben Sie den Kopf gewaschen? Sie haben den Kopf gewaschen. Mir auch. Das ist ja das Problem einfach. Ja. Diese Unkonzentriertheit und was anderes im Kopf. Und dann manchmal auch hektisch, und du hektisch, selber. Ja, ganz du klar. Musst auch an dir arbeiten, dass du nicht so hektisch bist zu mir. Ja. Ja, gut. Mein Selbstbewusstsein ist jetzt ein bisschen mehr. Also ich hoffe, dass es nicht aufhört, wenn die Kochprofis weg sind, dass wir so miteinander kommunizieren. So, jetzt werden wir euch mal die Karte zeigen, die wir verfasst haben. Da gibt es einen Feldsalat mit Kartoffeldressing, Speck und Croutons. Zwiebelrostbraten, wie gehabt. War ja auch gut, lassen wir gleich. Und dann gibt es einen Burgunderbraten mit Speck, Champignon und Rosenkohlspätzle. Das ist eigentlich so das Highlight heute. Meine Schwester, ja, die unterstützt uns heute beim Spülen. Du bist doch echt gemein. Deine Schwester ruft uns, um dir zu helfen. Und jetzt lässt sie auch noch spülen. Aber sie hat sich angeboten. Ja. Bei Würzen solltest du darauf achten, dass du trockene Hände hast. Dann klebt das Salz nicht so. Dann kommt nämlich auch das Salz gleichmäßig verteilt auf dein Fleisch drauf. Und dann gehst du einfach her, nimmst du das, was zwischen drei Hände passt. Und kannst jetzt hier schön anfangen, gleichmäßig zu streuen. Ja? Den Saft auch gleich mit dazu. Den entstandenen Saft, das ist Gold. Susanne, gestern fanden wir deinen Kartoffelsalat nicht so lecker. Jetzt erzähl uns nochmal, wie Kartoffeln sind jetzt gekocht, werden gerade geschnippelt. Wie geht's weiter? Heiße Brühe, Fleischbrühe. Ja. Und die Zwiebeln klein geschnitten in die Fleischbrühe mit rein, damit sie ein bisschen anziehen. Ja.
Und damit die Schärfe dann auch ein bisschen weggeht. Ja. Das ist halt so eine Zwiebel, weißt du, wenn du natürlich, wenn du den Kartoffelsalat am nächsten Tag noch verkaufen willst, die Zwiebel, wenn sie roh ist, die oxidiert, weißt du, da hast du diesen alten Zwiebelgeschmack drin. Deswegen die Zwiebel einmal kurz mit aufkochen, das ist dann, siehst du, der große Grund. Ich habe jetzt da vorne schon ein bisschen Brühe aufgesetzt. Die passierst du dir jetzt, ja. Dann kommt dann richtig arschvoll Essig gleich mit dazu. Dann kommt Senf ein bisschen was mit dazu, nur ein bisschen was, ja. Einfach nicht, dass das Senf vorschmeckt, aber dass du einfach mehr Bums reinkriegst. Ich kann schon viel mitnehmen jetzt schon. Ich müsste das noch nicht mal aufschreiben, ich habe es schon da oben gespeichert. Das sind was für Muscheln? Die Muscheln oder die, der Nina sagt Kotze. Kotze. Ja? Was macht man noch für Muscheln? Ja, die muss man vorher waschen. Waschen sowieso, aber nur in fließendem Wasser, die dürfen nicht in Süßwasser stehen. Die leben ja. Ja, das sind Salzwassertiere. Wenn du die jetzt in einem Eimer Süßwasser tust, ist nicht cool, dann sterben die sofort. Und was machen wir mit Muscheln, die nicht aufgegangen sind? Schmeiß mal die weg, oder? Die schmeißen wir weg, jawohl. Und warum? Vielleicht sind sie tot. Und warum ist es so? Weil sie da drin nicht gestorben sind, verfault sind und Bakterien da drin sind. Ja, genau, weil das ein sehr, sehr empfindliches Eiweiß ist bei den Muscheln. Und eine Muschel hat ja kaum Bindegewebe oder so. Das heißt, also, das Eiweiß zersetzt sich nach dem Tod relativ schnell. Wenigstens mal gut. Ich habe schon schlechtere Muscheln gegessen. Also die das schmecken ehrlich, ich aber. Das ist ein Kompliment. Also ich finde, da fehlt noch ein bisschen Salz oder ein bisschen Essig. Im Moment ist die Susanne jetzt wirklich gut drauf. Ich würde noch nicht sagen, dass sie ein anderer Mensch ist, aber der Susanne hat halt einfach so einen Einfluss von außen gefehlt, dass mal jemand kommt und sie irgendwie ein bisschen stärkt und nicht immer nur sagt, alles, was sie macht, ist Schrott. Also ich gehe jetzt schon mal ganz anders an die Sache heran. Ich mache Dinge selbstständig, also ich muss jetzt nicht andauernd auf die Sachen gestoßen werden. Mach dies, mach jenes. Ich gucke schon selber, dass es klappt. So, dann zeig mal her. Lass mal kosten. Ich denke, warum muss ich dann probieren? Ja, wenn wir so was will, dann wollen wir es nicht essen. Ist er jetzt fertig oder nicht? Jetzt kommt er. Du, wir haben ja immer vom Selbstvertrauen eines Kochs gesprochen. Ja. Ist er jetzt fertig oder nicht? Wenn er dir schmeckt, ist er eigentlich fertig. Mir schmeckt er halt noch nicht. Ich würde jetzt noch Essig dran machen. Würde ich auch. Das würde ich auch. Ja, Susanne ist jetzt gerade auf einer Gewürzachterbahn unterwegs. Sie muss noch die Mitte finden zwischen zu viel Salz und zu wenig Salz. Ja, viel Neues und so langsam muss sie sich mal in der Mitte davon treffen, dann passt's. Freunde der Nacht, ich hab den ersten Bon. Es geht los. Oh. Ein Fleischkäse. Falsch. Du annoncierst zuerst Personenzahl. Ja. So, das muss ich auch zuerst machen. Ja. Und dann irgendwie als erstes, als zweites. Also, weil das immer jeder weiß, was ist jetzt Vorspeise, was ist Hauptgang. Ja? Mhm. Fehler macht jeder, machen wir auch. Aber man kann immer versuchen, von vornherein es so zu strukturieren, dass einfach möglichst wenig Fehlerquellen drin sind. Gut, ich probiere es dann. Bitte. Was hast du bei diesem Bon als allererstes? Es ist Fisch 4, 3 Personen. Ja. Und es kommt Tagliatelle. Stopp. Das kommt. Entschuldigung, dass ich auch unterbreche. Du sagst direkt. Direkt. Dann wissen nämlich alle, es gibt keine Vorspeise, weil es ist hier nämlich alles gleichzeitig. Ist alles gleich, aber kommt auch kein Salat? Alles gleichzeitig. Direkt. Direkt. Aha. Sonst wäre eine Linie dazwischen und ein Abstand, ja? Und ich habe schon auf der Zunge liegen gehabt, jetzt geht doch endlich hier raus, ich mache mein Ding selber. Also nochmal. Ist Tisch 4, ja. 3 Personen direkt, der Tagliatelle mit Fruit de Mar. Ja. Und dann ein Fleischkäse Würsing und ein Wurstsalat. Oh Gott.
Spätzle sind nachgewürzt. Nein, von mir nicht. Müssen die nachgewürzt sein? Spätzle sind nachgewürzt. Hast du probiert? Bitte gib nichts raus, was du nicht probiert hast, weil da fehlt Salz und Muskat, oder? Ja, fehlt Salz. Runter vom Teller, nachwürzen, anrichten. Alcano, da sollst du Salate machen, da Abräumstation, so fix, mach's bitte doch auch mal. Das war heute hier echt ums Arschlecken knapp. Also es war sehr gut. Ein Kompliment an die Küche. Ja, schmeckt einfach lecker. Ja, was soll ich sagen? Ich kann nicht nur sagen, unterstützt eure Sportgaststätte. Und unterstützt vor allen Dingen Marco. Ich meine, es ist ja jetzt nicht auch irgendwie ganz normal, dass man mit 24 so eine Sportgaststätte oder so ein Clubheim übernimmt. Dass man mit 24 natürlich noch einige Fehler macht, die vielleicht jemand nimmer macht, der 40 oder 50 Jahre das Ganze gemacht hat. Ich denke aber, der Marco ist absolut lernfähig und er hat auch wirklich Bock, hier das zu machen. Also momentan bin ich auf jeden Fall auf der Euphoriewelle. Also momentan, glaube ich, sind wir nicht mehr zu bremsen. Also wir haben sie vielleicht geweckt, aber jetzt irgendwie aufstehen, Zähne putzen, sich waschen, anziehen, das müssen sie alles selber machen. Ihr wisst, was ihr machen müsst, damit ihr den Erfolg hier haben könnt. Ich sage jetzt einfach Folgendes, meine Damen und Herren, die Kochprofis sind raus! Vielen Dank!